Mach daraus lieber ein Geheimnis. Die Cleveren machen es vor. Erlebnisse und schöne Dinge miteinander zu teilen, kann erfüllend sein. Glück ist ja bekanntlich beliebig multiplizierbar, indem man es teilt. Doch allzu leichtfertig solltest du andere dennoch nicht an deinem Leben teilhaben lassen. Einerseits sind nicht alle Menschen an deiner Seite auf deiner Seite. Viele warten nur darauf, dass du stolperst, hinfällst und dir eine blutige Nase holst. Sie denken dann, sie fühlen sich dadurch besser. Wieder andere sind von Neid und Missgunst erfüllt, egal was du machst oder bleiben lässt. So oder so, es kann sich manchmal als nützlicher Schachzug erweisen, die Details aus deinem Privatleben unter Verschluss zu halten. Was besonders die klugen Köpfe niemals freiwillig preisgeben, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Berufung, Bestimmung und Sinn des Lebens. Diese Begriffe sind ziemlich sicher nicht jedermanns Sache. Menschen, die mit der Vorstellung von Schicksal oder anderen spirituellen Blickwinkeln auf das Leben nichts anfangen können, solltest du nicht mit deinen Überzeugungen langweilen. Wer sich als Atheist oder Agnostiker sieht, wird seine Gründe dafür haben. Folgst du deiner Bestimmung oder dem Ruf deiner Berufung, mach ruhig weiter so. Was für dich gut funktioniert, muss es aber noch lange nicht für andere. Nummer 2. Rituale und Routinen, die der Selbstfürsorge dienen. Du würdest vermutlich staunen, wie schnell andere Menschen dich verurteilen, wenn du ihnen erzählst, wie viel Zeit du mit Nichtstun vertrödeln kannst. Besonders dann, wenn du mit gestressten, überlasteten und ausgebrannten Menschen sprichst, wirst du dir ausschließlich Unverständnis und Neid zuziehen, indem du von deinen Serienmarathons oder ausgiebigen Lesestunden am Balkon berichtest. Für manche ist schon ein langes Schaumbad ein Luxus, von dem sie nur träumen können. Nummer 3. Ängste und Unsicherheiten. Kleine Makel, Macken und Ticks zuzugeben, macht uns sympathisch und sammelt ein paar extra Bonuspunkte auf der Beliebtheitsskala für uns ein. Aber übertreiben solltest du es mit solch freimütigen Geständnissen nicht. Geh lieber davon aus, dass jede Schwäche, die du preisgibst, irgendwann als Waffe gegen dich gerichtet und verwendet wird. Du weißt nie, wie sich zwischenmenschliche Beziehungen entwickeln. Wer heute noch dein Freund und Kollege ist, kann morgen schon in der gegnerischen Mannschaft spielen. Nummer 4. Gute Taten. Es ist deine Entscheidung, wie viel von deinem Geld und deiner Zeit du einem karitativen Zweck widmest. Erwarte nicht von anderen, dass sie dich dafür besonders loben oder man dir für dein Engagement auf die Schulter klopfen wird. Tue Gutes und sprich nicht darüber. Nur so ist dein Altruismus wirklich selbstlos. Alles andere klingt schnell nach Eigenwerbung und einem Marketing-Gag, der dein Image aufpolieren soll. Nummer 5. Die Quellen deines Wissens. Auch wenn die Antwort auf die Frage, woher weißt du das alles, dieser Tage in den allermeisten Fällen sicher Internet lautet, bleibt diesbezüglich ein wenig geheimnisvoll. Genieße lieber den Ruf einer oder eines Wissenden, ohne dir gleich komplett in die Karten schauen zu lassen. Fort- und Weiterbildung ist eine Sache, der man sich mit Hingabe widmen muss, wenn sie von Erfolg gekrönt sein soll. Nummer 6. Überzeugungen und Glaubenssätze. Mit ihnen verhält es sich ein wenig so wie mit deiner Lebensphilosophie aus Punkt 1. Woran du glaubst und was dich in dunklen Stunden über Wasser hält, ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Du kannst diese und ähnliche Themen höchstens mit Gleichgesinnten besprechen oder mit Menschen, die dringend Rat und Zuspruch benötigen. Trotzdem ist alles, was mit Weltanschauung, Überzeugungen und deinen Glaubenssätzen zu tun hat, etwas sehr Intimes, das dir ruhig heilig sein darf. Nummer 7. Zukunftspläne. Mit ihnen verhält es sich folgendermaßen. Alles, was du laut ausposaunst, ist für dein Unterbewusstsein schon erledigt. Also wundere dich nicht, wenn du den Biss verlierst, sobald du deine Pläne offengelegt hast.
Außerdem könntest du auch hier wiederum die Neider auf den Plan rufen, die dir deine Vorhaben ausreden und madig machen wollen. Nummer 8. Rückschläge und Niederlagen. Denk ja nicht, dass andere Menschen Trost in deinen Niederlagen finden. Sie sehen sie höchstens als willkommenen Anlass, um dich in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Solche Geschichten des Scheiterns kannst du dann zum Besten geben, wenn du sie siegreich überwunden hast. Dann sind sie definitiv dazu geeignet, anderen Menschen Mut zu machen. Bis es soweit ist, kaschiere deine Pannen lieber und arbeite weiterhin am Erfolg. Nummer 9. Persönliche Bestleistungen. Das Best-of all deiner Errungenschaften und Meilensteine solltest du allein deshalb schon für dich behalten, weil niemand Angeber mag. Außerdem solltest du auch hier nicht damit rechnen, dass sich viele Menschen für dich freuen würden. Die meisten werden eher grün vor Neid und werden keinen Hehl daraus machen. Der wichtigste Grund aber ist der: Du musst niemanden beeindrucken oder überzeugen. Der einzige Mensch, der wirklich zufrieden mit dir sein sollte, bist du. Unser heutiges Fazit: Verschwiegenheit kann das Klügste sein, was du von dem Besten lernen kannst. Es ist nicht immer eine gute Idee, sich anderen zu öffnen. Gerade was persönliche Ziele und Vorhaben betrifft, kann dieser Schuss schnell nach hinten losgehen. Auch das, was du bereits erreicht hast und dich stolz macht, solltest du im Zweifelsfall lieber für dich behalten. Nicht jeder, der vorgibt, dein Freund zu sein, ist es auch. Angreifbar machen dich auch deine Niederlagen. Sie liefern potenziellen Feinden jede Menge Munition, die sie gegen dich verwenden können. Lass dir außerdem nicht zu leichtfertig in die Karten schauen, was deine Wissensquellen betrifft. Bleib lieber ein wenig mysteriös, das erhöht sozusagen deinen Marktwert. Apropos Wert: Wie viel du dir selbst wert bist, was Zeit, Geld und Zuneigung betrifft, ist ebenfalls nicht, was du mit anderen teilen solltest. Auch wenn du gut zu anderen bist oder dich karitativen Zwecken widmest, ist das kein empfehlenswertes Gesprächsthema. Auch deine Ängste und Unsicherheiten eignen sich nicht dafür. Sie bieten Angriffsfläche für Kontrahenten und schwächen dein Ansehen. Zu guter Letzt sollte es deine ureigenste Privatsache bleiben, woran du glaubst und worin du deine Bestimmung siehst. Mit Begriffen wie diesen stößt du schnell an die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft. Und Irritationen sind leider ein Türöffner für Negativität und Anfeindungen, die du dir ohne so viel Offenheit ganz einfach ersparen kannst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!